Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute gibt es den zweiten Part des großen Arena Commander Updates für die Alpha 3.20. Wir reden also über neue Spielmodi, den neuen Experimental Mode und vieles mehr. Lasst also gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und wir legen gleich damit los. Zuvor noch kurzer Hinweis, die 3.19.1 hat nochmal ein weiteres Update auf dem PTU bekommen. Das schauen wir uns heute Abend an und wenn alles glatt geht, dann wird der Patch wahrscheinlich jetzt am Wochenende live gehen. Das hoffe ich jedenfalls. Ich kann es euch natürlich aber nicht versprechen. Da müssen wir einfach mal schauen, wie es dann läuft. Außerdem ziehen wir heute das Cutlass Red Giveaway mit LTI. Direkt, also relativ früh im Stream. Und wir starten noch ein neues Giveaway fürs Wochenende. Nämlich eine Crusader Spirit nach Wahl. Ebenfalls mit LTI und Skin. Kommt dann also gerne mit rein. Um 16 Uhr starten wir heute und gucken auch ins Star Citizen Live, wo wir noch nicht genau wissen, wer heute am Start ist, aber das wird bestimmt ganz interessant und wir haben ja auch deutsche Untertitel mit dabei. So, nun aber zum Arena Commander. Das ist ja nun schon mehr oder weniger bestätigt und alles klar, dass in 3.20 endlich diese große Veränderung kommt für diesen Modus. Da haben sie im Prinzip alles komplett umgedreht und nochmal neu gebaut, gewissermaßen. Das heißt, sie integrieren Star Marine in den Arena Commander rein, haben also noch einen extra Spielmodus neben dem Persistent Universe und stellen hier nochmal weitere Modi und neue Specials vor. Und deswegen starten wir auch gleich mal hier mit dem Star Marine Part. Das ist ja der FPS-Kampf-Part und da wurden diverse Bugs gefixt, es wurden Türen gepolished und Türen verändert und ein bisschen was an den Maps gebaut für das generell bessere und vor allem schnellere Kampferlebnis. Die alten Maps wie Echo 11 und Good Doctor bekommen ebenfalls ein Refresh, was die Biome betrifft, was die ganze Grafik betrifft und auch was ja verschiedene Bereiche betrifft im Spielmodus selbst. Echo 11 zum Beispiel bekommt ein besseres Map-Design für ein angenehmes und schnelleres Kampfgefühl und der Good Doctor bekommt generell neue Bäume und ein Update für das gesamte Biom. Das ist ja diese Map draußen in der grünen Natur. Als neue Map kommt Kyria rein. Die gab es ja schon vom letzten Inside Star Citizen als Dogfight-Map, aber wir können auch an Bord der Station spielen und dort entsprechend ebenfalls die normalen Star Marine-Kampfmodi durchführen. Außerdem sind noch weitere Updates geplant für mehr Maps. Sie arbeiten generell an so einem System, wo sie dann einfach wesentlich schneller und effizienter Maps aus dem PU ins Arena Commander reinbringen können, ohne dass sie da so viel Aufwand betreiben müssen. Fairerweise muss man aber sagen, das ist alles relativ langweilig, denn das ist nur ein Arena-Shooter mit nicht besonders viel Inhalt, ehrlicherweise. Das ist wirklich ein reiner Spaßmodus. Wenn dann nachher mal später die Server-Frames höher sind und das alles ein bisschen durch ist, dann auch Ranglistenspiele möglich sind, ist es vielleicht ganz nett, dass man so ein bisschen PvP machen kann. Ich habe ja immer schon gesagt, PvP in der Open World von Star Citizen ist halt Quatsch, in den meisten Fällen jedenfalls, weil du halt nie auf gleichwertige Gegner triffst. Dafür muss man zwingend ein Ranking-System haben und eine Arena haben mit klaren, gleichen Voraussetzungen für alle Spieler und das werden sich jemand damit auch bieten können. Das heißt, für alle, die sich darauf freuen, die können sich darauf freuen. Alle anderen werden den Modus einfach meiden und werden den einfach ignorieren wahrscheinlich. Viel spannender sind daher also die Experimental Modes. Es gibt aber auch einen großen Wermutstropfen, zu dem ich auch gleich noch komme. Erstmal allgemein, was ist der Experimental Mode? Der Experimental Mode soll CRG dabei helfen, neue Sachen auszuprobieren. Das heißt, wir kriegen dort Patch-wechselnde Maps rein, neue Spielmodi allgemein, die man einfach ausprobieren will mit verschiedenen Vorgaben. Das kann alles Mögliche sein und sie werden gleich drei verschiedene Modi in diesen Experimental Modus reinbringen, die wir dann direkt spielen können in 3.20. Nummer 1, Single Weapon Elimination. Das ist ein FPS-Kampfmodus, bei dem alle Spieler mit einer einzigen Waffe starten und diese auch immer behalten. Für 3.20 gilt hier erstmal nur, wir starten mit Pistolen. Das ist zwar jederzeit dann änderbar später für CRG, aber das ist quasi die erste Variante und da wollen sie quasi ein paar Tests durchführen, wie sich wohl Pistolen anfühlen. Naja, ich bin mir nicht so sicher, ob das so ein wirklich zielführender Modus ist. Klingt für mich eher nach einem Arcade- und Fun-Modus, aber ist auch egal. Das aber dann später mal ausbauen und daraus noch ein bisschen mehr machen, dass es dann verschiedene Varianten gibt, vielleicht wöchentlich wechselnd, langfristig mal sehen, was dann daraus hervorgeht. Ja, prinzipiell starten eben alle mit der Pistole und schießen sich ab und respawnen und haben dann auch wieder eine Pistole, also keine anderen Waffen. Nummer 2, der Gun Rush. Das ist ein Modus, den kennen wir aus vielen anderen Shootern. Man beginnt auch hier mit einer Pistole und wenn man jemanden killt, dann bekommt man automatisch eine andere und bessere, größere Waffe. Das geht
über eine SMG, über LMG, Shotgun bis hin zu einer Railgun. Und wenn man stirbt, dann fängt man wieder mit der Pistole an. Also sehr klassischer Arcade-Spaßmodus. Ich weiß auch hier nicht, was sie da genau testen wollen, aber ist auch egal. Das Entscheidende ist, die Technik, die es ihnen nun erlaubt, das zu tun, das ist schon ganz nett, dass sie das nun mittlerweile im Spiel drin haben. Also wir können quasi uns aus der Hand direkt eine neue Waffe reinspawnen und das ging vorher wohl technisch nicht. Der spannendste Modus dürfte bestimmt der Tank Royale Modus sein. Es wird drei Locations geben, Hurston, Yela und Magda. Und dort spawnen wir quasi auf diesen Himmelskörpern und müssen mit Panzern uns abschießen. Das Ganze startet mit drei Varianten, der klassischen Eliminierung auf Highscore-Basis, also es ist irgendein Zeitlimit gesetzt, alle Leute spawnen im Panzer, müssen sich abschießen und wer mehr Kills hat, bekommt mehr Punkte und hat entsprechend ein höheres Scoring. Nummer 2 ist Team Elimination. Das heißt, es gibt zwei Teams, die haben auch alle einen Panzer, die respawnen auch in den Panzern und müssen quasi ein Team-Rating hochspielen. Und Nummer 3 ist dann die Hardcore Elimination. Da hat jeder nur ein Leben und ja, Last Man Standing sozusagen. Auch der Tumble Storm wird vermutlich bald diesen Modus noch hinzugefügt, aber ich schätze mal nicht in 3.20, sondern erst kurz darauf. Nach der 3.20 soll dann auch noch der Racing Refactor abgeschossen werden, wodurch die Karten schneller und effizienter hinzugefügt werden können. Und es wird auch an einem Wettmodul gearbeitet, bei dem wir auf Rennfahrer oder Flieger setzen können. In Zukunft, ob das nun Alpha UEC sind oder REC, das weiß ich nicht genau. Normalerweise im Arena Commander gilt ja nur die REC-Währung. So, fassen wir mal ganz kurz zusammen und dann kommen wir zu Wermutstropfen. Was genau wird nun in Alpha 3.20 eigentlich davon enthalten sein? Erstens, der neue Arena-Commander, das Frontend inklusive dem integrierten Star Marine. Zweitens, das neue Lobby-System mit der Möglichkeit, in Geschütztürme anderer Spieler auch zu spawnen, als auch Multicrew-Gameplay im Arena-Commander in größeren Schiffen durchzuführen. Drittens, neue Todeskameras und Recaps. Viertens, das neue Scoreboard und Punktesystem. Fünftens, 4 neue Rennstrecken für New Horizon plus Old Vanderveld, Record Memorial, Defort Link, Halorian Circuit, Snake Pit, Grimhex Racing, die DMR und Euterpa Rennstrecke. Sechstens, die Jericho Station und Carrier Dogfight Karten sowie auch die Carrier FPS Karte. Siebtens, der neue Pirate Swarm mit der großen Idris und den Javelins am Ende bei der finalen Welle. Achtens, die neue Eliminierungskarte für Star Marine, sowie die bereits besagten Experimental Game Modes. Und neuntens, ein neuer Vendul Swarm mit unendlichen Wellen, der also ewig geht und immer mehr und mehr und mehr Feinde spawnt, was auch ziemlich cool klingt. So, nun aber zum großen Wermutstropfen. Ihr erinnert euch vielleicht, im Februar diesen Jahres habe ich diesen Post hier gemacht und habe darauf hingewiesen, dass damals das Inside Star Citizen, was da rauskam, sich um Arena Commander Updates gedreht hat, also genau das, was jetzt in 3.20 kommt, und habe nicht verstanden, habe das hier auch klar gemacht, warum Theaters of War überhaupt nicht mal erwähnt wurde. Der Grund ist hier nämlich, Theaters of War liegt beim Arena Commander Feature Team, also genau bei dem Team, was diese ganzen Änderungen macht. Nun haben wir ja nicht mal Februar, sondern wir haben es schon Mitte Juni bald und nun haben wir ja 2 Inside Star Citizens zu diesem Thema nochmal extra bekommen und deswegen habe ich einen neuen Post gemacht, weil auch nach dem 3. insgesamten Inside Star Citizen zum neuen Arena Commander immer noch kein einziges Wort zu Squadron 42 gefallen ist und ich verstehe es nicht, vor allem, weil der Silo hat damals ja darauf hingewiesen, ihr könnt es ja lesen, dass sie sich sehr darauf freuen, auch über Experimental Game Modes und Theaters of War zu sprechen. Genau diese Experimental Game Modes Folge war ja die jetzige. Da haben sie genau darüber gesprochen, aber nicht einmal erwähnt, dass es überhaupt noch Theaters of War gibt. Ich verlinke euch meinen Post, ich habe nochmal nachgefragt und möchte gerne wissen, was ist der Stand von Theaters of War, warum dauert das so lange und wieso gibt es uns eigentlich hier keine Informationen. Ihr könnt es euch ja mal durchlesen hier. Ich verlinke es euch, wie gesagt, unten im angepinnten Kommentar. Hier könnt ihr gerne kommentieren und auch hier einmal hochvoten, wenn euch das Thema ebenfalls interessiert. Ich finde es wichtig, einfach hierüber klassisch transparent zu informieren. Das steht uns zu. Der Modus wurde 2019 bei der CitizenCon angekündigt und sollte live released werden. Also nicht PTU, sondern wirklich live auf den Live-Server. Early 2020, also Frühjahr 2020. Das war damals die Ansage. Und das ist nun mittlerweile schon weit über 3 Jahre her. Also es wird Zeit für klare Ansagen, für klare Transparenz und für mehr Informationen.
So, aber abgesehen davon, ich hatte es schon letzte Woche gesagt, ich finde die Arena Commander Updates trotzdem insgesamt gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Modus vorankommt. Dieser Arena Commander wird noch langfristig sehr, sehr wichtig werden, um einfach Sachen zu testen, um ins Spiel zu kommen, auch um Mechaniken auszuprobieren wie Racing, Dogfight oder FPS-Kämpfe. Es ist wichtig für alle PvP-Begeisterten, dass man so einen ausgelagerten Arena Commander Modus quasi hat mit Ranglisten und richtigem Matchmaking und so. Weil das sind alles Dinge, die kannst du in einem MMO einfach nicht vernünftig umsetzen. Da ist der Arena Commander genau die richtige Adresse. Und sind wir ehrlich, der neue Pirate Swarm wird bestimmt sehr spannend. Genauso wie der neue Vendus Swarm und auch dieses Tank Battle finde ich sehr interessant. Die anderen Modi, muss ich persönlich jetzt sagen, jucken mich eher weniger. Das ist eher so Firlefanz, den man sich auch hätte sparen können. Aber wenn sie sagen, sie brauchen das unbedingt für ihre Balancings, dann bitteschön, ich halte sie nicht davon ab. Ist auch jetzt keine große Arbeit, das zu programmieren, dass da die Leute nur mit der Pistole spawnen. Das ist jetzt also kein großes Ding, ne? Sind wir ehrlich. Aber wie schätzt ihr das Ganze ein? Wie ist eure Meinung dazu? Und was meint ihr zu Theaters of War? Schreibt es mir gerne rein, schaut gerne in den Post rein, kommentiert und liked ihn und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher um 16 Uhr auf Twitch mit dem neuesten Star Citizen Live und mit dem neuen Patch und ganz viel mehr News. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao! Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go?